Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part der HSV-Karriere. Wie spät haben wir es? 16.27 Uhr. Okay, ich kann noch ein bisschen Transfers machen, dann muss ich meine Mutter nach Hause fahren. Wir gucken unseren Kader an und sehen, dass wir einen super Kader haben. An sich müssen wir nicht viel tun. Ich will immer noch einen gewissen Typen haben. Und dieser gewisse Typ ist ein junger Däne, welcher im Sturm agiert bei Espanyol Barcelona. Kaspar Dolberg will ich jetzt nach Hamburg lotsen. 55,4. Bedenkzeit, oh, ihr mit eurer Drecksbedenkzeit, das geht gar nicht, ne? So, sie akzeptieren das von Kaspar Dolberg. Gefällt mir und dementsprechend können wir mit ihm verhandeln. Mit dem jungen Kaspar. Klingt voll okay. Machen wir. Kaspar Dolberg ist in Hamburg, so schnell kann das gehen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part der HSV-Karriere. Ihr seht richtig, es geht endlich weiter. Das Warten hat ein Ende, denn der Frosty-Editor ist draußen. Das bedeutet, ich konnte die neuen Trikots endlich einfügen und ich konnte euch jetzt schon sagen... Sprachen lernen. Bubble. Ich kann euch jetzt schon sagen, jedes Team in der Bundesliga und jedes Team, auf das wir treffen werden, wird ein neues Trikot haben. Dafür habe ich gesorgt. Ich hatte genug Zeit jetzt, weil ich ja nicht aufnehmen konnte. Und ja, da habe ich für jedes Team einfach ein neues Trikot gemacht, damit es halt cooler ist. Und ich kann euch jetzt schon mal unsere zeigen. So, hier seht ihr unsere Heimtrikots für diese Saison. Habe ich euch ja schon gezeigt. Standen ja zur Auswahl. Und was ich euch noch zeigen kann gleich. Das hier ist das Torwarttrikot. Mal gucken, ob ich es so lasse, weil die Nummer ist, glaube ich, weiß hinten. Muss ich mal gucken, ob das passt. Ich habe ein paar Spieler vom Aussehen so ein bisschen verändert. Ja, Lasogga hat jetzt einen Bart zum Beispiel. Dolberg habe ich auch die Frisur verändert, die fand ich scheiße. Falls ihr euch fragt, wie das möglich ist mit dem Frosty-Editor, geht das nur. Es geht nur auf dem PC. Wer irgendwie noch mehr weitere Informationen haben will, der kann mich gerne in den Kommentaren fragen. Da kann ich versuchen, darauf einzugehen. Aber ich bin jetzt auch kein extremer Experte, aber ja, Leihangebot für Henriksen. Der gute Frederik Henriksen, unser Torhüter, ja, kann gerne ausgeliehen werden. Transferangebot für Felix Platte und für Zukowski. Ihr könnt natürlich auch noch Sachen in die Kommentare schreiben, aber keine Standardleute, denn ich will keine Standardleute verpflichten. Felix Platte, das ist doch der Europaheld und Zukowski will ich sowieso nicht loswerden. Also Zukowski können wir gleich ablehnen, Platte muss ich gucken. Also wenn sie gleich mitmachen, dann wäre es heftig. 25,9 für Felix Platte, das ist schon eine Sache, die ich eigentlich nicht ablehnen darf. Wir einigen uns auf 26,5 Millionen Euro für den Europahelden Felix Platte, der uns damals in die Europa League geschossen hat. Das ist aber auch viel Geld für den, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das hier bekomme. Wichtig ist auf jeden Fall, dass der Mortensen ganz rechts sich verbessert. Der hat ein Riesenpotenzial. Jo, Alter. Björn Wolf. Get in. Ja, könnte das sein. Florian Kaiser nehmen wir auch mal mit. Und da kommen die Scouting-Berichte rein. Nope. Die Dänen haben immer wen. Philipp Clausen. So, Leihangebot für Mortensen. Den will ich aber tatsächlich doch nicht mehr ausleihen, weil dann entwickelt er sich, glaube ich, nicht so gut. Er hat jetzt mit 18, 68, aber hat heftiges Potenzial. Das muss ausgereizt werden, langsam mal. So, der Vogel hier, der kann weg. Guter Wortwitz, oder? Pierre-Michel Lasogga will ich einfach nicht abgeben. Bei Ben Brereton ist das schon eine andere Sache. Kommt 2 Millionen drauf, dann hat dann... Jawohl, Ben Brereton für 24,8 Millionen wahrscheinlich nach Florenz. Ja, Brereton und Platte verlassen den Verein. Anami, Transferangebot, das instant abgelehnt wird. So, ich mache die Aufstellung gegen Bayern im Supercup und dann sehen wir uns im Spiel wieder, denke ich mal. Hier sind übrigens die neuen Trikots des FC Bayern, habe ich alle neu gemacht. Sieht doch wohl sick aus, oder? Aber womit sollen sie denn spielen? Sehen alle geil aus. Sagen wir mal in Rot. Habe ich mich wieder selbst übertroffen. So gehen wir rein gegen den FC Bayern, let's go. Ach, Ito hat auch eine neue Frisur übrigens. Vielleicht ändere ich die aber zurück. So, Supercup in Hamburg im Volkspark. Wir sind der Meister und spielen gegen den FC Bayern München. Pokal haben wir auch gewonnen. Dementsprechend muss der Zweite hier ja, gegen uns antreten. Und das ist nun mal der FC Bayern München. Wen haben die denn im Tor? Hier ist das gute Stück. Das ist der erste Titel, den wir gewinnen könnten. Mal sehen, ob wir es machen. Wird auf jeden Fall, denke ich, eine schwierige Angelegenheit gegen die Bayern. Es sieht doch geil aus mit den neuen Trikots, oder? Könnt ihr mir nicht erzählen, dass das nicht geil aussieht. Kaspar Dolberg mit seinem Debüt heute. 55,4 Millionen haben wir für ihn auf den Tisch gelegt. Den wollte ich letztes Jahr ja schon haben.
Mal sehen, ob er abliefert. Ich hoffe mal. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Muss ich sagen. Hier nochmal der Pott quasi. Und ich habe die Kapitänsbinde vergessen zu machen. Seht ihr da bei Holtby? Na egal. Ändere ich noch. Und da habe ich einen Fehler auch bei Falkes Trikot gesehen. Das sind Sachen, die muss ich natürlich noch beheben. Hier die Aufstellung von uns im Tor. Falke, Amian, Barroso, Rodriguez, Jung, Naray, Holtby, Sandera, Ito, Stöger, Wang und Kaspar Dolberg. Auf der Bank sind da noch ein paar junge, aber auch ein paar etwas ältere Herren dabei. Dolberg muss ich die Nummer auf jeden Fall wechseln. Könnt ihr mir gerne was vorschlagen? Da bin ich mir nämlich gerade hart unsicher, was für eine er kriegen soll. Hier die Aufstellung des FC Bayern. Rufier im Tor, Militao, Rugani, Vogt, Alaba, Oystakuyo, Bailey, Goretzka, Sanchez, Brahimi und Robert Lewandowski. Ja, viele unbekannte Namen nicht. Ja, es kann losgehen. Es geht wirklich endlich los mit den neuen Trikots in dieser Saison. Kaspar Dolberg stößt an und mal sehen, wie es jetzt weitergeht mit dem HSV. Ich freue mich. Und Karl Ettner, Rei! Erste Chance, 5. Minute. Nimmt er mal mit vollem Risiko. Und der geht an Außenpfosten. Na Rei, mal ein bisschen Platz auf der Seite. Sieht den durchstartenden Ito. Und Rugani noch dazwischen. Wir legen ganz gut los. Ecke, Karl Ettnerei. Und Dolberg. Ja, 12. Minute, nächste kleine Chance. Durch unseren Neuzugang hier, durch den Dänen, Kaspar Dolberg. Aber ja, kann er besser. Holtby. Dolberg. Gut die Linie überspielt, eine Reihe. Und in der Mitte ist Kaspar Dolberg. 31. Spielminute. Der Däne trifft zum ersten Mal in Hamburg. Ja, das ist ein typisches Tor von uns. Scharf in die Mitte rein und dann steht da derjenige, der ihn reinmachen soll. Und der macht ihn auch. Wirklich schön gemacht. Alaba verteidigt das aber auch schlecht. Und eine Reihe mit dem Blick genau im richtigen Moment kommt der Ball auch. Und Dolberg ohne Probleme im Abschluss. Das habe ich mir von ihm erhofft. Dolberg, guter Ball. Auf Hechan Wang, Hechan Wang, Rufier. Und Renato Sanchez klärt. Wenn man ganz genau hinguckt, kann man sehen, dass ich das Gründungsdatum vom HSV da drauf geschrieben habe mit. Nur ganz leicht, damit es halt nicht zu präsent ist, aber ja, also mehrfach, nicht nur einmal. So, wir haben doppelt gewechselt. Lazoga und Mortensen sind in der Partie. Lazoga wünsche ich, dass er wieder in seine Form kommt, die er in der zweiten Liga hatte. Nach diesem Recap, was ich letztens hochgeladen habe, hatte ich schon wieder ein bisschen Sehnsucht nach dem Lazoga von damals. Stöger, Weltklasse-Übersicht. Naray ist aber auch komplett blank. Khaled Naray bringt die Flanke mal. Schade. Ja, Bayern jetzt doch nochmal mit Renato Sanchez. Und das erste Mal muss Benjamin Falke zupacken. Serge Gnabry immer noch. Und Leon Goretzka mit der Chance. Und das ist tatsächlich der Ausgleich hier. Erste Gelegenheit für den FC Bayern und Leon Goretzka trifft direkt. Das ist jetzt natürlich bitter gelaufen. Na, obwohl zweite Gelegenheit, aber die erste war halt winzig. Ja, spielen sie einfach gut aus. Falke kann ihn nicht parieren. Amian kann ihn auch nicht mehr klären. Und dann steht es 1:1. Durch Leon Goretzka, durch die Beine von Falke. Bitter. Und eine Reihe verliert den Ball. Gut gespielt, Gnabry. Und der passt auch. 2:1 für den FC Bayern. Doppelschlag. 78. Spielminute, Serge Gnabry. Also nicht nur durch Serge Gnabry, sondern für den FC Bayern halt. Aber Gnabry hat es halt gemacht. Jetzt ist auch ein klasse Abschluss, muss man sagen, und mega gut gespielt. Haben sie sich einfach gut durchkombiniert.
Wang. Komm kurz. Wird nicht angegriffen, Wang! Ito will nicht nachlaufen. Was ist denn los mit dir, Ito? Schlechtestes Spiel, was ich von Ito bisher gesehen habe in letzter Zeit. Obwohl in letzter Zeit kamen nicht viele Spiele von ihm. Ito. Boah, nochmal Einwurf für uns. Ito Lasogga, Ausgleich! 2:2, Pierre-Michel Lasogga! Jawohl! Genau den wollte ich auch anflanken und die Flanke kommt an. Und wir machen noch den Ausgleich. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt Verlängerung oder direkt Elfmeterschießen gibt. Bouffier ärgert sich, aber ja, so ist das halt. Erste gelungene Aktion im Spiel von Tatsuya Ito. Die Flanke kommt aber auch butterweich für Lasogga, der sich da schön zwischen die Innenverteidiger löst und den richtig, richtig stark abschließt. Sehr schön. Pierre-Michel Lasogga. Ich würde mir wünschen, dass er wieder in alte Form kommt. Jetzt erstmal gucken, was nach dem Abpfiff passiert. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich hätte eigentlich eher Lust auf Elfmeterschießen. Ja, Elfmeterschießen, sage ich doch. Louis Holtby gegen Rouffier. Ja, stark verwandelt. 1:0 für uns. Jetzt Alaba gegen Benjamin Falke. Ah, falsche Ecke. Bitte. Ah, man kann ja sehen. Stimmt, man kann es ja sehen sogar. Lasogga gegen Rouffier. Gehalten von Rouffier. Richtig bitter. Und jetzt Leon Bailey gegen Benjamin Falke. Und den hat er. Sehr schön. Benjamin Falke holt das Unentschieden wieder zurück. Und Wang macht ihn rein gegen Rouffier. Vorteil für uns wieder. Beziehungsweise noch nicht, aber wenn er ihn jetzt irgendwie hält. Rechts. Yes, Falke! Klasse Reflex. Beziehungsweise klasse Parade einfach nur. Und jetzt Ito. Macht ihn in die Mitte. Es sieht ganz gut aus. Jetzt Falke gegen den besten Fußballer, den es jemals gab. Lionel Messi. Boah, ist das Weltklasse. Ist das Weltklasse, wie er den reinmacht. Kalitnerei hat jetzt die Entscheidung auf dem Fuß. Gegen Rouffier. Oh, scheiße, den habe ich ein bisschen dolle getroffen, glaube ich. Und den hält er auch. Scheiße. Na, bitter. Falke gegen Gnabry. Falke gegen Gnabry jetzt. Kann ich reden. Sprachen lernen. Bubble. Gnabry. Eiskalt in der Mitte. Gideon Jung gegen Rouffier. Nein! Er hat ihn. Das ist schon mal richtig bitter. Militao gegen Falke. Ich glaube, wenn er ihn reinmacht, haben wir verloren. Nein! Und er macht ihn rein. Der FC Bayern gewinnt den Supercup gegen uns. Ist jetzt nicht unglaublich schlimm, ist kein unglaublich wichtiger Pokal. Ah, trotzdem schon ein bisschen ärgerlich, muss man sagen, weil wir klar die bessere Mannschaft waren über weite Phasen im Spiel. Vogel ist verkauft. Leihangebot für Soric, den können wir ja auch gerne ausleihen. So, gegen Atletico Madrid mache ich jetzt die Aufstellung. Wir sehen uns auch hier wieder im Spiel. Hallo, wer bist du denn? Ah, du bist mir zu klein, wahrscheinlich. Oder erstmal zeige ich euch die Trikots. Jetzt, wo ich sie selber sehe, finde ich sie nicht so geil. Die von Atletico, deswegen. Ne, die haben ja nur zwei, die müssen die anziehen. Ja, ist bitter gelaufen, aber Atletico tritt in den hässlichen Trikots auf. Sorry. So, UEFA Supercup, wir treffen auf den Champions League-Sieger. Atletico Madrid sind natürlich klarer Außenseiter. Ich habe auch in der Aufstellung ein bisschen was geändert. Also es ist auf jeden Fall nicht die Standardaufstellung, die Top-Aufstellung von uns. Aber wir können trotzdem was reißen. Timo Werner, Julian Brandt, Lemar sehe ich da schon alle. Das ist schon jetzt heftig. Was ist das Schwarze da? Das habe ich doch nicht drauf gemacht, oder? Aber du, wir können vieles vollbringen mit dieser Mannschaft. Von daher, die Supercup-Hymne, wusste ich nicht, dass es eine gibt. Klingt auch relativ weg.
Wie er nach rechts geguckt hat, als ob er irgendwas gesehen hat oder so. Ja, es sind aber schöne, schöne Aufnahmen, muss man sagen hier. Anami, seht ihr hier schon, ist heute von Anfang an dabei. Und wir treten in den blauen Trikots auf. Haben wir ja schon gesagt, dass ich die jetzt benutzen will. Da ist das gute Stück. Hier die Aufstellung von Atletico Madrid. Oblak im Tor. Davor Hüsey, Ginter, Pavard und Hernandez. Davor dann Rodri, Saul, Lemar und Brandt. Und vorne Depay und Werner. Das ist schon eine ordentliche Aufstellung, muss man sagen. Das ist übrigens eine richtig geile Animation. Aubameyang noch auf der Bank. Heftig. Die haben schon eine richtig, richtig gute Mannschaft. Ich meine, die haben auch die Champions League gewonnen. Von daher wäre es auch komisch, wenn sie keine gute Mannschaft hätten. Aber so heftig hätte ich jetzt nicht erwartet. Da ist der nächste Fehler in den Trikots. Die Hosen sind rot. Die Hosen sind rot. Die Nummern auf den Hosen sind rot. Das ist nicht so geil, aber gut. Hier unsere Aufstellung. Im Tor Benjamin Falke, Fußballgott. Davor Fischer, Barroso, Rodriguez, Da Costa. Davor dann Zurkowski, Sendera und Porat und Naray. Stöger auf der 10 alleine und Anami und Son im Sturm. Auch, ja, ganz gute Aufstellung meiner Meinung nach. Mal sehen, ob wir denen was entgegensetzen können. Let's go hier im Supercup gegen Atletico de Madrid. Jetzt geht's los gegen die ganz großen Brocken im europäischen Fußball. Und der kommt schon mal zu Anami durch. Und da habe ich ein bisschen überhastet abgeschlossen, glaube ich. Das war aber sehr glücklich, aber hätte ich gerne mitgenommen. Porat. Son, ist das ein klasse Ball. Anami hat Probleme bei der Ballannahme. Da wollte ich es jetzt nicht direkt machen, aber gut. Ja, jetzt ist die Minimap natürlich ein bisschen scheiße, weil das Programm immer noch erkennt, dass die Trikots rot sein sollten. Aber gut, da kann ich jetzt nichts machen. Ist auch nicht so schlimm. Zurkowski. Oh, Alter, ey. Ball auf 5 Meter und den kriegst du nicht hin, oder was? Porat, gut, den Ball geholt. Heung-min Son. Oh, shit. Abspielzeitpunkt auf Anami leider verpasst. Anami verpasst den für Son aber nicht. Heung-min Son! Traumtor! Durch den Südkoreaner! Da zeigt er nochmal, was er drauf hat. 43. Minute, richtig schöner Angriff. Weltklasse vollendet von Heung-min Son. Richtig gut gespielt und den nimmt er dann einfach mal volles Risiko. Der ist beidfüßig. Und das zeigt er hier eindrucksvoll. Klasse Schusstechnik. Keine Chance für Jan Oblak, einer der besten Torhüter der Welt. Wenn momentan nicht der beste. Und wir gehen verdient in Führung. Naray. Sendera und Naray hat viel zu viel Platz eigentlich auf seiner Seite. Und sieht Stöger, der im Rückraum Maolida sieht. Maolida 2:0. Noch schöner gespielt als das erste gefühlt. Obwohl nicht ganz so, weil der Abschluss beim ersten, der vergoldet das noch natürlich. Aber das war auch richtig, richtig gut gespielt. Stöger sieht im Hintergrund den lauernden Müsian Maolida, um den sich keiner kümmert. Und dann hat er so viel Platz zum Abschließen, dass auch Jan Oblak hier wieder nichts tun kann. Sehr schön. Das freut einen doch. Müsian Maolida. Und Müsian Maolida wirft mal wieder den Turbo an. Der ist ja auch schnell wie sonst was. Mensch, wie der den Hüsey da davonläuft. Gute Aktion. In der Mitte ist Stöger. Jan Oblak. Oh, Brandt. Und die nächste Chance. Aber Falke zeigt mal wieder, was man so Reflexe nennt. Klasse Parade. Boah, Alter. So schnell muss man erstmal unten sein. Ecke Lemar. Saul muss verletzt raus. Und die nächste Chance, da ist er aber dann drinne. 2:1, Anschluss. Durch Ginter, kann das sein? Ich weiß es nicht. Ja, ist Ginter. Sieht, naja, geht so aus. Richtig schöne Flanke, muss man sagen. Dann stehen da sogar zwei bei Ginter, aber ein Stöger kann sich natürlich nicht gegen Ginter im Kopfball durchsetzen. Und Falke eben noch glänzend pariert, kann da überhaupt nichts machen. Der ist wirklich sehr, sehr stark platziert.
Porat. Warum stoppst du ab, Son? Aber egal, Son hat den Ball noch. Bringt jetzt die Flanke. Hinten ist Oblak und der Ball geht an Pfosten von Porat. Schade. Riesengelegenheit zum entscheidenden 3:1. Warum will Danny da Costa nicht rübergehen? Läuft, warum auch immer, nicht zum Ball erst. Foulspiel. Was? Als ob das nicht pfeift. Egal, wir gewinnen den Supercup gegen Atletico de Madrid mit 2:1. Hochverdient. Auch wenn Atletico echt gut dagegen gehalten hat in der zweiten Halbzeit vor allem. Das haben wir uns verdient, diesen Sieg hier. Und Karl Naray darf seinen ersten Titel in die Höhe reißen. War ja heute der Kapitän. Wir gewinnen gegen den ersten richtig großen Gegner, gegen Atletico de Madrid. Da rechts für den Porat habe ich auch verändert vom Aussehen. Karl Naray feiert das jetzt zusammen mit seinen Teamkollegen. Gegen Bayern konnte man nicht gewinnen, aber gegen Atletico, das ist ja auch schon mal was. Leihangebot wieder für Mortensen. Ist das der andere? Ja, komm, den können wir mal verleihen. Deutscher Nationalkader müssen wir auch irgendwann benennen. Nächstes Leihangebot für Vukovic. Der kann ebenfalls erstmal verdient werden, obwohl er schon nur 71 hat. Das ist ja gar nicht so schwach. Und als allererstes geht es gegen die Hertha, aber die Champions League Gruppe ist immer noch nicht ausgelost. Das ist schade, denn da hätte ich die Trikots dann machen können. Egal. Wir können uns nochmal ein kleines Sneak Peek gönnen. Die Trikots von Hertha will ich euch auch noch zeigen. Das ist das Heimtrikot. Das ist das Auswärtstrikot. Und das alternative Trikot. Egal, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich kann kein Deutsch. Ich hoffe, es gefällt euch, dass es endlich weitergeht. Und schreibt mir gerne Transfervorschläge oder sowas in die Kommentare. Nichts Unrealistisches, sondern nur ganz gute Sachen bitte. Und ja, haut rein. Bis denne. Ciao.